Liebe Freunde der Hausboot-Profis, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frank, der Hausboot-Profi, heute hier in Fürstenberg an der Havel am Rübensee. Gerade kommt ein Gewitter herüber von da drüben, was die gute Gelegenheit uns gibt, gleich zur Sache zu schreiten. Denn da ist das gute Stück, das wir uns heute anschauen wollen, die Cloud, ein Riverboat von Riverboating Holidays am Rüblingsee. Werfen wir einen Blick rein, kommt mit, ich lade euch herzlich ein. Willkommen am Steuerstand. Wir haben ein Gashebel, Bugstrahlruder, das ist die Ankerwinch mit Tiefenmesser, das Steuerrad und die üblichen Anzeigen für Treibstoff, Ruderlageanzeige und die Frischwasseranzeige. Alles jetzt auf Null, weil wir den Motor nicht gestartet haben. Das Bedienpanel, sehr praktisch, mit zwei USB-Anschlüssen, 12 Volt Autospannung, diverse Schalter. Hier kommt gleich der Schlüssel rein. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das anfühlt. Ein Blick zurück in die ganze Geschichte hier. Lohnt sich auf jeden Fall. Viel Platz, kann ich sagen. Kann mir schon gut vorstellen, dass man hier in der Runde sehr nett sitzen kann. Okay, tauchen wir ab in den Salon. Sehr hübsch. Hier der Tisch mit Teelichtern. Und eingraviertem Schiffsriss. Ein TV-Gerät. Hier haben wir das Schlafsofa. Können wir nachher uns mal anschauen, wie wir das ausklappen. Hier drüben die ganze Steuereinrichtung. Wow, eine Menge Knöpfe. Schauen wir mal hier. Jetzt gehen wir auf der rechten Seite nach hinten, also Achtern auf dem Boot. Kann man es sehen? So, ne? Sehr nette Schlupfkabine. Also eine Person wirklich komfortabel. Zwei Kinder können hier auch rein. Das geht schon. Und hier haben wir den Spiegel. Da können wir mal gucken, wie die Stehhöhe ist. Also ich bin so 1,84. Ich kann jetzt nicht ganz durchgedrückt stehen. Also 1,80 Stehhöhe haben wir hier schon im Boot. Das sieht doch ganz gut aus. Aber ja, also ist auf jeden Fall angenehm zum Stehen soweit. Werfen wir einen Blick in die Küche. Küche ist immer ein ganz wichtiger Ort auf dem Schiff. Kühlschrank, sehr geräumig, mittendrin, sehr schön. Hier drüben Gläser, hier haben wir da. Dann kommen wir hier drüben, die Spüle. Machen wir mal auf. Spüler. Der Herd. Sehr gut. Gasherd, drei Flammen. Jede Menge Messer stehen parat. Gut, und das geht sicherlich hier, wie man es gewohnt ist, ne, drücken, anzünden, mit Piezo-Zündung, funktioniert. Werfen wir einen Blick in die Schubkästen. Oh, alles da. Schaut mir auch nach recht hochwertigem Besteck aus. Messer, Gabeln, Kuchengabeln. Jo,
Ach, schau mal. Ganz smooth, sehr schön. Hier ein paar Küchenutensilien, Reibe, Kochtöpfe sehe ich. Wasserkessel, mehr Küchenutensilien, Kaffeefilter und auch hier. Schau. Ganz smooth geht das zu. Sehr schön. So, also, wir sind im Salon. Damit ihr das nochmal verorten könnt, gehe ich noch einmal kurz zurück. Ne, also, wir sind hier oben gestartet. Im Steuerstand mit allen Geräten und so weiter. Und jetzt geht es hier nach unten in den Salon. Rechter Hand das Schlafsofa, linker Hand die Küche. Haben wir alles uns angeschaut. Und nun haben wir hier, das war die Schlupfkabine. Haben wir gerade schon reingeguckt, Schlupfkabine. Fehlt uns noch der Vorderbereich des Schiffes. Da werden wir jetzt mal hingehen in den Bug. Ah, hier fällt mir noch was auf. Schaut mal. Das ist ja auch nicht schlecht. Oberlicht mit. Jetzt ist es eingerastet. So. Zack. Rastet dort ein und nun können wir schieben oder auch nicht. Nee. Ja, einhändig macht sich das schlecht. Ach, jetzt, man muss es entrasten. Hier, Plissés noch. Finde ich auch ganz gut. Zur Verdunklung. Aber wir waren ja dabei, in den vorderen Bereich, in den Bug zu gehen. Schauen wir euch mal an. Ja, erstmal hier ein Ort des Geschehens, Bugkabine. Schönes, geräumiges Doppelbett. Auch hier wieder Steckdosen. Ah, Leselampe. Drüben sehe ich auch noch eine Leselampe. Nicht schlecht. Stauraum. Gucken wir gleich mal hier rein. Alles da, Bügel. Schrank. So haben wir es gern. Was ist hier unten? Da auf jeden Fall haben wir einen Luftauslass für die Warmluftheizung. Und hier wahrscheinlich nochmal Stauraum, oder? Zack, ja. Nochmal Stauraum, wo wir schon hier unten sind. Gehen wir gleich mal hier rein noch. Auch, boah, große Schubkästen. Da passt echt eine Menge rein. Hier ganz schön, häufig vergessen. Haken, einklappen, ausklappen, einklappen, passt. Wollen wir hier drüben auch noch reinschauen? Werfen wir auch noch einen Blick rein. Gucken wir gleich mal. Hoppala. So, jo, das ist doch gut. Kann man eigentlich alles unterbringen, was man so braucht. Dann haben wir hier, das ist nicht schlecht. Wer weiß, was es ist. Immer ganz wichtig, ne? Hier vor das Fenster passt das am besten. Mückenschutz. Und eine Steckdose, die wir hier finden. Zack, da ist sie. Noch eine versteckte Steckdose. Also Steckdosen hat das Schiff wirklich eine ganze Menge. Und wenn ich dann noch mal gerade schaue, dass wir hier jetzt auch eigentlich zwei Ablageflächen haben, neben dem Kopfende, finde ich das auch eine gute Sache. Das passt. So, welche Räume hatten wir noch nicht? Was wollt ihr noch sehen? Genau, das ist die Kabine. Mal den Blick zurück. Also, wir sind hier vorne im Bug und dann geht es da raus nach oben in, zum Steuerstand.
linke Hand, das haben wir gerade schon gehabt, ist so, ne, die Schlafcouch, rechte Hand jetzt, also am linken Board des Schiffes, die ganze Küchengeschichte. Und schließlich haben wir hier noch ein kleines Gewitter, was uns immer noch begleitet. Haben wir hier die Dusche. Die haben wir noch auch mit Mückenschutz. Siehst du, da haben wir es gleich. Duschkabine. Sehr geräumig. Duschkopf oben. Ich probiere die jetzt mal nicht aus, weil ich nicht weiß, ob das Wasser hier im Boot schon drin ist. Wir sind ja noch zum Saisonstart. Hier hängt der Duschvorhang. Na, den zieht man sich von drinnen dann vor. Das ergibt Sinn, das zu machen. Das ist schon nicht schlecht. Und dann wollen wir mal schauen auf der anderen Seite. Und jetzt am Ende öffnen wir nochmal hier diese Klinke. Und das ist dann die Toilette. So, also auch hier Mückenschutz vorhanden. Spülung, ganz wichtig, diese Spülung hier ist wie zu Hause. Kein Pumpklo. Enorm. Oben ein Haarföhn. Spiegelschrank. Gucken, ob wir da mal reinschauen können. Oh ja, schau an. Sogar drei Zahnputzbecher vorhanden. Und darunter das Waschbecken. Und auch hier die Haken, wie wir sie schon kannten. Ausklappen, einklappen. Finde ich gut. Toilette, ja, kolossal. So sieht das aus. Ja, meine Freunde des Hausbooturlaubs, jetzt sind wir einmal rum. Das war das Riverboat von innen. Die Cloud hier in Fürstenberg an der Havel am Röblinsee bei Riverboating Holidays. Das haben wir uns jetzt einmal angeschaut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, einige Eindrücke vermittelt. Gerne würde ich jetzt noch nach vorne gehen aufs Schiff. Aber im Moment ist das mit dem Wetter wirklich etwas mistig. Denn es schüttet ganz schön und da habe ich einfach Angst, dass hier der Film etwas in die Binsen geht. Deshalb bleiben wir jetzt hier im Salon. Ich glaube, ich hole mir einen warmen Kaffee unten aus der Küche und mache es mir gemütlich, bis das Wetter wieder besser ist. Erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gern Kommentare und Fragen. Ich schaue regelmäßig rein, beantworte euch Fragen im Detail zu den Schiffen, die wir besuchen und freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei unserem nächsten Besuch in der Seenplatte auf einem Charterboot. Bis dann, macht's gut, euer Hausbootprofi Frank.